Noch ein Ding, aber dann so Rabaluja und dann ja, ich warte noch drauf. Also spätestens beim 10.000 Abonnenten-Special will ich dieses Lied haben. Ja, ich mach das. Oh mein Gott. Ist versprochen. Und ich sing dann den Part von dem Schwarzen. Ja. Bring it, yo, bring it. Oh fuck, da ist ein Chunkfehler. Oh yeah, bring it. Das geht. Kommt das auch? Ah, Fee. Du fällst gerade vom Turm runter. Oh. Ziemlich langsam. Du leckst voll. Bring it like a chunk. Wie konnte das denn passieren? Ja. Bring it like ich a chunk. Ich habe auch eine Frage an dich. Hört, der Marv will eine Frage stellen. Alles ruhig. Ja, ach, sowas. Ja. Sowas kommt auch. Nudel, wie bist du zum Let's Playen gekommen? Das ist Endzeitkind schuld. Das ist alles seine Schuld. Er hat mich gezwungen. Er hat mich in den Keller eingesperrt und dann hat gesagt, so, und du spielst jetzt. Du machst jetzt Let's Plays und ich... Nein, er hat also der dieses Haus baut, ist schuld. Also er hat mir gezeigt, was Let's Plays sind. Dann hat er irgendwann selber damit angefangen und ich dachte mir dann so, ich zocke ja sowieso gerne und dreht auch manchmal mit den vier Figuren. Also habe ich mir gedacht, fängst du mal an. Hat gut geklappt. Habe ich jetzt Glas geholt? Nee. Habt ihr überhaupt Glas? Nee, ne? Wenn Endzeitkind nicht alles verbraucht hat. Ach, hier. So, Glas. Wunderbar. Hast du uns eigentlich erzählt, woher du kommst, oder magst du das nicht erzählen? Das ist ja dir freigestellt. Ich komme aus Dortmund. NRW, Nordrhein-Westfalen. Wer ist deutscher Meister? Nur der BVB. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Hasi. Ich stehe nicht so auf Fußball, also das ist mir eigentlich vollkommen egal. Psst, mach doch nichts. Hauptsache, du kommst aus Dortmund. Okay. Ja, Dortmund ist gut. Sagt der Kölner. Ich komme aus Castrop-Rauxel, also eigentlich Waldrop, aber... Also eigentlich aber um die Ecke. Ja, aber ich bin ja jetzt umgezogen. Ich komme aus Lüdenscheid, also eigentlich noch ein bisschen, aber ist egal. Aber vorher habe ich ja gewohnt. Weiß ich doch. Warum kenne ich dich nicht? Ich könnte mich ohrfeigen. Ne? Lüdenscheid kennst du auch? Lüdenscheid? Jetzt kennst du mich ja. Ja, Lüdenscheid kenne ich. Siehst du? Wir kommen alle aus derselben Ecke. So ist das. Wie eine kleine Familie. Ja. NRW ist ja auch überhaupt nicht das größte, bevölkerungsreichste Bundesland der Erde. Not. Ja und? Nein, ist es gar nicht. Deswegen ist es auch total zufällig, dass mal jemand aus NRW kommt. Das hat man so selten. Es ist so, als wenn man jemanden... Ja, also... Ach Rio, mach uns nicht unsere Illusionen kaputt. Ich meine, wenn du jemanden mal aus dem Saarland da hättest, das wäre wirklich... Also das ist ja wirklich häufig, ne? Das passiert. Früher warst du klug, scheißer Boy. Du machst uns die ganze Stimmung kaputt. Früher warst du besserwisser Boy. Du bleibst dir treu. Ja, tut mir leid. Klug, manche Dinge ändern sich einfach nie. Verheiratet mit Recht habe, Woman. Ich habe Woman. Ich gebe zu, es ist nicht von mir. Rios sind Schweine. Der Marv hat erkannt, welche Band es ist. Ja. Krass. Schon, irgendwie hier, Marv kommt rein und macht gleich Beef mit mir. Ich war mal so gut zu dir. Du hast angefangen! Du hast angefangen! Du hast, ja, der, du hast dich ich gebe es zu. In der Schule, weißt du? Kommst du aus dem Tanzen? Hey, Mann, gib mir dein Geld für dein Pausenbrot. Nein, nein, Rio, nein, das will ich behalten, ich hab Hunger. Jetzt hör mal jetzt auf rumzudüngen, hör mal auf rumzudüngen. Hör mal auf rumzudüngen, das Geld für dein Pausenbrot hast du mir schon vorhin gegeben, bevor die Aufnahme überhaupt angefangen hat. Eben. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Ich gebe zu, also Marv, als er hier anfangen wollte, musste viel bezahlen an mich. Unter anderem habe ich ihn abgeknöpft in den Vertrag, dass er Rio täglich beleidigen und schlagen muss. Aber dabei habe ich noch ein gutes Wort für Marv eingelegt und habe gesagt, jetzt, hier knöpft mir leid, aber ich muss jetzt fliegen, um zu gucken, wie diese Mühle von Weitem aussieht. Ich gehe auch gleich wieder runter, nicht, dass es halt deine Felicity war. Das ist eine Zukunftsmühle. Das ist jetzt zu spät. Der Würfel ist gefallen. Alia jagt da ist. Also eigentlich cheatet ja nur Fee, ne? Alle anderen cheaten ja nicht. Ja, ich muss. Entschuldige bitte. Aber sie guckt ja nur. Sie nutzt das Fliegen immer nur zum Gucken. Ich gucke nur, wie das von Weitem aussieht, genau. Weil ich gucken muss, ob die Rotorblätter zu klein sind oder Rotorblätter. Bitte alle Blätter. Die heißen Flügel. Rotorblätter, Mann. Flügel.
Kackstift. Rotorblätter, genau. Ja, genau. So, und also jetzt, wenn du, damit wenn du ja, ihr das seht, ne? Game Mode Schmunzelfee 0. Ich hab grad eine Idee. Wir können auch eine Anschlussdame dazwischen setzen. Mist. Meine Fans erwarten immer, dass ich die Gäste von irgendwo runterschubse. Nein! Lässt du das? Ich komme und hau dich. Lass meine Nudeln in Ruhe. Lass meine Nudeln. Oh Mann. Oh verdammt. Fee, heute ist aber echt der, die Nudel bei dir drin. Ja. Heute ist ein Tag, Fee. Ich mach das halt, ne? Also, finde ich ganz cool. Das ist super. Aua, ich bin runtergefallen. Oh nein. Kommt überhaupt nicht gut auf die Größe der Pasta. Hinter Nudels Haus steht direkt mein Namensschild. Das ist schön. Da stand übrigens mal, auch für dich, ne, da stand übrigens mal Penis. Das hat der Mitchell 88 dahin geschrieben. Ach, schön. Ja, und wir haben das Penis dann einfach nur umgeändert in. Ja. Das hast du auf jeden Fall da liegen. So, Entschuldigung. Ich reiß mich wieder zusammen. Ja, reiß dich mal zusammen, ey. Dein Verhalten heute ist echt scheiße. Ist zum Kotzen. Ehrlich, dieses pubertierende Gehabe hier. Ja, wirklich. Ob du noch 16 wärst. Ja. Ich bin nicht. Ich bin fast zweimal 16, verdammt. Zeig doch. Oh. Ich hab gerade kurz meine E-Mail bei meinem iPhone gecheckt und da stand: Schmunzelfee, zeig doch mal bitte deinen Rechner. Haha, den wollte ich gar nicht. Warum denn? Solange die nur nach deinem Rechner fragen. Nur Early-Rechner, also der von meinem Mitbewohner, der ist noch schlimmer. Da hat er einmal vorgetreten aus Wut und jetzt hängt das Ding nur noch an den Seitenstreben und der Rest ist weg. Also das ganze Chassis ist quasi weg. Ach du Schande. Und er muss das anmachen an so einem kleinen Knöpfchen, das an so einem Kabel. Er hat noch nicht mal mehr einen richtigen Knopf, also das sieht witzig aus. Ich wollte das mal fotografieren und twittern, aber er lässt mich nicht. Ihm ist das wohl zu peinlich. Ich kann nicht auf Twitter stalken, juhu. Ja, kann ich dich auch stalken? Ja, klar. Ah, cool. Oh, Nudel und ich haben uns gefunden. Das finde ich gut. Mich könnt ihr da nicht stalken. Ja, dich also wollen wir auch nicht stalken. Also, bei Twitter ist wie hier der Minecraft-Name, ne? Ja. Mich könnt ihr übrigens auch bei Twitter stalken. Aber ansonsten steht ja auch auf dem Kanal und alles. Man kann nie genug also, haben. Followt mich bei Twitter, liked mich auf Facebook. Ist alles da, könnt ihr alles machen. Heute wolltest du essen, Lena. Was gab's da? Nudeln? Ich meine schon, ne? Suchen. Lena? Ich hatte heute auch Nudeln. Lena? Noch da? Bei uns gab es heute Nudeln, ne? Wenn du das nicht mehr weißt, tust du mir sehr leid. Es war ein langer, harter Tag. Und am Ende kommt der Ruther nach Hause und das Einzige, was er will, ist seine Nudeln nur einfach irgendwo reinstecken. Yeah. Zum Beispiel in seinen Mund mit einem Löffel. Ich tue mir aber es hat einfach nicht geklappt. Leid. Warum? Es ist übrigens gerade wieder Nacht, ab ins Bett, wo wir gerade von Nudeln reden. Ja. Oh, schon wieder genau. Nudeln, das gibt's ja gar nicht. Nudel, du magst Adventures, ne? Ja. Kennst du die Viehchroniken? Nein. Dein Ding, ab ins Bett. Oh ja, darauf komme ich gern zurück. Weil mein Special, ich habe ja jetzt ein Abo-Special gemacht, auch nochmal für alle hier. Ich mache mal Werbung, ne, Rather, ich darf ja. Ich war in meinem 2222er Special bei Kingart in Bremen, bei den Spieleentwicklern. Du bist ja trunken. Ja. Und durfte mir das mal alles angucken und daraus habe ich ein Special gemacht. Wie lange hast du für das Kostüm gebraucht, bitte? Für das Kostüm? 6-7 Tage. Also, Alter. Alle ins Bett. Ich habe wirklich lange dran gesessen und das Schneiden davon war... Was mit meinem Zeug? Wenn ich jetzt schätze... Hol's dir gleich, wenn ihr aus dem Bett rauskommt. Für das zweite Special 15 Stunden und für das erste Special 9 Stunden schneiden. Also ich habe da jetzt so mal summarum 2 Wochen nonstop dran gehockt. Ich bin übrigens Spieleentwickler, wollte ich nur mal so nebenbei einwerfen. Weißt du, Rio ist so einer, der irgendwie immer sagt, immer einmal mehr als wie du. Hm? Ja, genau so einer ist das. Der Marv hat das erkannt. Liegen jetzt alle im Bett? Alle ins Bett, bitte. Ja, Rio ist schon wieder der Letzte. Nee, Marv ist der Letzte. Marv ist der Letzte. Ich bin Mutter und Hausfrau. Ist auch schön, oder? Ja. Heute seid ihr aber schnell schlafen gegangen. Ja. Außerdem, Marv, du hast es falsch erkannt. Ich probiere eigentlich gerade nur im Gespräch beteiligt zu bleiben. Ich merke das schon. Ups, das ist eigentlich so ein bisschen runterzugehen hier. So, jetzt muss ich ja eigentlich noch die Mühle einrichten, ne? Was hat man denn da drin? So ein Mahlstein zum Beispiel und Mahlstifte. Hier ist ein Schwein an Leons Haus. Mahlstifte? Also in meiner Mühle. Das Schwein an Leons Haus ist Leon. Das ist kein Schwein, das ist Leon. Hallo Leon. Ja. Schön, dich kennenzulernen. Das geht anders. Das muss Lykantra machen, mit Leon reden. Lykantra kann das nur. Nur Lykantra kann das. Das ist
Warum kann das nur Lykandra, Leute? Ich hab das eingeführt. Aber Lykandra kann das am besten. Das klingt so süß, wenn sie das so, macht. Ich gehe jetzt. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Okay, tschüss. Ich hab das genau. Schwein scharf genannt. Geh woanders was einführen. Das hat außerdem Lykandra das schon lange nicht mehr gemacht. Das musst du irgendwann nochmal machen. Ach, ja. Du klingst immer so unmotiviert. Leon ist doch dein Schatz. Das ist immer so geil. Dann steht ihr da vorne und sagt, Leon. Ihr seid alle scheiße. Ich rede jetzt anstattdessen mit den Abonnenten. Hallo, liebe Abonnenten. Wie geht's euch? Schreibt nicht auf Rio. Der hat keine Ahnung. Ich rede ihn jetzt dann dauernd rein, wenn er was sagen will. Ich bin einfach ruhig. Genau, dabei sein ist alles. Wie komme ich denn jetzt wieder auf mein Dach? Ich komme nicht mehr auf mein Dach. Wir müssen jetzt ja eigentlich schon jetzt in der Vergangenheitsform sprechen. Wie hat euch denn das neue Intro gefallen, Hust? Welches neue Intro? Jetzt zwingst du mich ja quasi, dass wir das Intro gemacht haben, ja. Bis die erste Folge ausgestrahlt worden ist. Bist du denn verrückt? Nicht dran vorbei. Falls ihr noch kein neues Intro gesehen habt, der Marv ist schuld. Der Marv ist schuld. Ja, ich bin einfach zu... Ding, da sind die anderen schuld. Ist doch klar. Der Razer ist nie schuld. Damit ist... der Razer ist heilig. Bei wem? In meinem Fan-TS müssen sie mich auch Gott nennen. Ja, ist so. Ja. Was machen die? Deswegen, deswegen hat er auch so wahnsinnig viele Fans im TS. Hallo, Radha. Das sind keine Fans, das sind Jünger. Ja, Radha, ich bin wieder da. Wunderbar, Radha. Ich unterhalte mich sowieso gerne mit mir selbst. Ja, kein Problem. Hast du schon mal die neuen Nudeln probiert? Ja, die sind lecker, total al dente. Ah, da war's wieder. Oh mein Gott, ein Creeper! Oh nein! Ich komme, wo ist er? Ich komme, ich bringe ihn um. Tu es. Ach, ich habe ja ein Schwert. Creeper. Wenn die Nudel einfach mal nicht reicht, greife zum Schwert. Der Marv kommt heute nicht mehr von den Nudelwitzen weg. Nee, irgendwie nicht. Aber ich bin ja in der Nähe der Katzen. Die sind echt al dente. Ja, der Creeper ist von mir abgehauen. Weil ich sehe den. Ich sehe den Creeper. Kartoffeln, ja, schon tot, aber ich hab die XP geklaut. Ich hab die XP geklaut. Du hast denn hier eine Workbench davor. Dafür durfte ich erster schreiben. So. Das stimmt. Das mag ja meine Abonnenten auch immer, die immer erster unter die Videos unterschreiben. Das ist immer total toll. Das ist super gut, ne? Das ist doch das Beste. Ja. Das ist wunderbar. Aber noch keiner hat es geschafft, letzter zu schreiben. Noch keiner. Das ist mal eine Herausforderung. Ja. Bei mir hat sich das mittlerweile eingeschlichen, dass einige sagen, es ist leicht, den Kommentar erster zu schreiben, aber schwer, den Kommentar letzter. Und das steht meistens jetzt immer als erster da. Ich habe sogar angefangen, meine Videos schon mal als erstes zu kommentieren, damit ja keiner erster schreiben konnte. Ich habe ja Verwarnungen gegeben für Erstschreiber und jetzt machen die es so, dass die dann einfach wulu 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 oder sowas runterschreiben. Und das kommt genauso an. Weiter. Ich weiß nicht, mich stört das gar nicht so kurz. Mich ja auch nicht. Ich weiß gar nicht, warum man sich an sowas stört. Ich meine, lass sie doch halt erster schreiben. Mir ist es. Weil warum stört es einen? Also, halt, wenn man so eine E-Mail kriegt und du hast einen Kommentar bekommen, dann freut man sich halt so ein bisschen auf Kritik und alles. Und dann steht da. Ah, mal im Ernst. Also, wir sind ja nicht erst seit gestern auf YouTube. Also, es ist ja normal, dass Leute erster schreiben. Ich verstehe auch immer nicht, das ist ein unnötiger. Also, für mich ist es eine unnötige Profilierung, da die ganze Zeit zu sagen, dass es einen total abnervt und bla bla bla. Ich weiß nicht. Das ist so. Ich verstehe es nicht. Also, mir hat es auch noch niemand erklären können. Vielleicht könnt ihr mir das ja erklären. Warum nervt es erster? Verstehe ich nicht. Das ist ein Kommentar, jetzt, kommt ein einziges sagst. Mal. Eine gute Frage. Aber, Nudel, du kriegst nicht bei jedem Kommentar eine Nachricht. Also, ich krieg von meinen ganzen Kommentaren, die ich am Tag kriege, vielleicht 5 Nachrichten von den 100 Kommentaren, die da kommen. Ja, bei mir ist das mittlerweile aus, dass ich nicht mehr zu allen eine Nachricht kriege. Damals mit 500 Abonnenten war das noch so. Ja, also das ist tatsächlich so. Also du kriegst immer nur alle paar Stunden irgendwie einen Kommentar, oder ich habe keine Ahnung. Also mehr irgendwie ist das komisch, wenn die relativ kurz hintereinander bei dir schreiben, dann bündelt irgendwie, werden die Mails gebündelt und die werden bei mir beispielsweise nur bei Google Mail dann richtig angezeigt. Da werden dann, steht dann nur eine Mail zwar, aber in Klammern 8 und dann kann ich die aufblättern. Der schickt dann mir dann quasi Sammelmails. Ich kriege auch nicht mehr alle Kommentare und sowas, kriege ich nicht angezeigt. Ist YouTube wohl viel? Ich versuche tagsüber die Kommentare natürlich zu lesen, aber ich gucke da abends immer noch das ganze Video nochmal durch, also
alle Kommentare darunter, weil ich eh nicht die ganze Mails, die Nachrichten gekriegt habe. So, jetzt habe ich das gesagt, was ich sagen wollte. Mit 15 Versprecher und 17 Holpler und... Macht gar nichts.